Gut, ich habe da schon jetzt ein Video gemacht, um den Umstieg eben von den ominösen Windows 11, ob sich da wirklich jetzt schon jetzt lohnt vor dem Oktober 2021. Grundsätzlich muss ich eines dazu sagen. Ich gehe jetzt einmal sehr experimentisch in dieses Video vor und sage einmal grundsätzlich nein. Es ist zwar was Neues, das ist richtig, jeder ist neugierig, was das neue Betriebssystem kann, das ist richtig. Wer ist das nicht? Wer ist nicht experimentlustig, wenn etwas Neues kommt, das ist klar. Das war bei Windows 7 auf Windows 10 das gleiche, wie auf Windows 7 auf Windows 8. Aber grundsätzlich muss man auch dazu sagen, gibt es da schon einige Probleme über das ganze Windows 11. Startprobleme, wenn man erfahren muss, dass da hier nur ein einziger Chip das Ganze eigentlich etwas, naja, verschlimmert, sage ich einmal. Denn wer hat heute bis heute gewusst, ob es einen TBM-Chip gibt? Also ganz ehrlich gesagt, die meisten Fachleute oder IT-Techniker wussten das auch nicht so, weil sie diesen TBM-Chip, naja, nicht so grundsätzlich, sage ich einmal, wahrgenommen haben. Ja, weil zum jetzigen Zeitpunkt muss man ganz ehrlich dazu sagen, war dieser TBM unwichtig. Er war unwichtig. Das muss man schon einmal dazu sagen. Und jetzt kommt natürlich Microsoft daher mit einem neuen Betriebssystem, obwohl das Windows 10 noch bis in Oktober 2025 eigentlich noch aktualisiert wird und mit Updates und sogar auch noch mit größeren Updates, machen sie schon wieder den gleichen Blödsinn wie damals von Windows 7 auf Windows 8. Ja, von Windows 7 auf Windows 8 machen sie schon wieder den gleichen Blödsinn, wie sie schon einst gemacht haben. Wie wir wissen ja alle, dass dann Windows 8 aber sowas von untergegangen ist, ja, weil es einfach nicht mithalten hat können mit Windows 7, weil es auch da schon einige Probleme gekommen hat, hat man Punkt 8.1 nach ein paar Monaten herausgebracht und so wird es eben auch so sein mit Windows 11. Denn wenn man heute einen Computer kauft, ganz ehrlich jetzt, sind eigentlich nur eigentlich wesentliche Punkte wichtig. Die RAM, ja, in meinen Augen, ob man jetzt 4 GB hat, 8 GB, 16 GB und 32 GB hat, welches Motherboard man eventuell hat, ob das Motherboard gut ist oder schlecht ist, ja, da schaut man schon eh schon im Internet und erkundigt man sich um diverse Sachen eben. Sprich, welches Motherboard gut ist, schlecht ist, ja, das sind wesentliche Punkte, die was man mal schaut. Also wie gesagt, die Gigabyte, man schaut ja eh schon, dass man heute so ziemlich zwischen in der Welt zwischen 16, 32, 64 Gigabyte ist. Dann das Motherboard ist einmal wichtig und vor allem der Prozessor. Der Prozessor ist heute auch schon ausschlaggebend, ob man Intel, AMD oder einen Ryzen Prozessor hat. Aber kein Mensch hat bis heute auf diesen TBM-Chip ehrlich gesagt beachtet oder irgendwie nachgefragt, ob der TBM 2.0 oder 1.0 ist. Ja, ganz ehrlich jetzt gesagt. Also ich persönlich muss ehrlich dazu sagen, wenn ich heute einen Computer kaufe im Geschäft, schaue ich auf das Motherboard, was für ein Motherboard drinnen ist, welche Treiber da oben sind, ja, welche RAM. Welche Festplatten, die Festplattenkapazität ist ja auch wichtig, ist ja auch ausschlaggebend. Also auf das schaue ich auch, ob jetzt 1 TB ist, 2 TB oder nur 500 TB, also 500 Gigabyte, nicht Terabyte, 500 Gigabyte, sorry. Ja, und welche Grafikkarten das drinnen ist. Aber da, welche Grafikkarten das ist, welche Soundkarte das drinnen ist, aber TBM-Chip. Also Leute, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, hat bis heute, muss ich ehrlich gesagt, habe ich noch nie
geschaut, ja, ob dieser Chip drinnen ist oder nicht. Dieser DBM-Chip. Ja, also ich wusste das nicht. Ja, ich habe mal ein Motherboard, ich habe viele Motherboards in die Hände gehabt. Ja, ich habe diesen Chip vielleicht schon 100.000 Mal gesehen, aber für was er ist, für Laien, selbst die Fachleute, die was damit jahrelang oder jahrzehntelang schon damit zu tun gehabt haben, haben gesagt, ehrlich gesagt, wir haben mit dieser Thematik, ja, uns eigentlich auch nicht so richtig beschäftigt. Ja, beschäftigt. Ja, ehrlich gesagt war dieser Chip eigentlich bis heute nicht so wichtig wie jetzt auf einmal mit Windows 7. Ich verstehe Windows 11, ehrlich, also ich verstehe Microsoft, ehrlich gesagt nicht, warum sie jetzt so beharren auf diesen TPM-Chip. Ja, weil wenn man es in Google eingibt, diesen TPM-Chip, das ist einmal Trusted Platform Modul, ja, gibt es eine wunderschöne Zeichnung, was dieser Chip beinhaltet. Aber jetzt dieses Ganze jetzt hier zu thematisieren, war ja stundenlanges Video. Ja, stundenlanges Video. Das euch jetzt zu erklären oder bla bla bla, das müsst ihr euch selber durchlesen. Aber ich verstehe eines nicht, warum Windows, also Microsoft, jetzt gerade mit so einem Blödsinn, muss ich schon da dazu sagen, Blödsinn und Schwachsinn daherkommt. Ja, das ist eine reinste Schikane von Microsoft, dass wir uns alle einen neuen PC kaufen. Erstens einmal gibt es noch gar keine richtigen Windows 11 PCs am Markt. Ja, weil wir müssen alle jetzt herum experimentieren, irgendwo in einem BIOS. Ja, in einem BIOS, was jetzt YouTuber uns das eigentlich erklären. Aber, jetzt kommt der springende Punkt mit dem Aber. Wer weiß, ob das nicht rückgängig gemacht wird, wenn man den Computer mal herunterfährt oder wenn man den Computer mal in den Ruhestand fährt oder bla bla bla. Müssen wir das jedes Mal machen? Ja, müssen wir das jedes Mal im BIOS umstellen? Dieses aktivieren oder deaktivieren? Das sagen leider diese YouTuber leider nicht dazu. Denn Microsoft ist ja nicht blöd, ja nicht schwachsinnig. Ja, wurde ja jetzt gerade für solche Leute eben erfunden. Ja, weil ihr müsst euch immer in den Köpfen zu Microsoft versetzen. Microsoft ist ja jetzt da, dass für Hacker das gemacht haben. Für was ist das jetzt? Warum macht das Microsoft diesen TPM jetzt so in Vordergrund spielen? Ja, und ich würde damit meinen, macht sich deswegen kein Stress, macht sich doch kein Irrsinn, weil es gibt zwei Versionen von Computer, die 86er Version basierten und die 64er basierten Computer. Und jetzt ist natürlich die Frage, die 86 basierten oder die 64 basierten, ist da auch das TPM zum Aktivieren oder zum Deaktivieren? Das sind die nächsten Fragen. Es gibt die 86er basierten PCs und die 64er basierten PCs. Ich habe zum Beispiel keinen 86er, sondern einen 64 basierten Prozessor. Das sind die Prozessor. Ja, es gibt die 64er Prozessor und die 86er Prozessor. Das kennst du unter Systemsteuerung und das System kennst du es einlesen und da sehst du dann die Auflistung von deinem Computer. Ja, nur ist halt die Frage, warum kommt jetzt Microsoft mit der Keule? Mit der Keule daher. Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, das ist jetzt die bestimmende Frage. Warum macht es jetzt Microsoft? Ja, kann man jetzt mit einem 64-basierten das auch machen, das deaktivieren oder aktivieren? Ich persönlich will in BIOS nicht herumspielen. Ja, ich will es nicht. Ich will, dass das Update ohne irgendwas kommt, so wie es bei Windows 7 auf Windows 8 war und wie es auf Windows 8 auf Windows 10 war. Aber nicht jetzt irgendwelche Spielereien, ja, die man irgendwas mit einem Chip, ja, TPM 2.0 in Verbindung setzt, das will ich nicht. Daher, Leute,
Diejenigen, die auch so denken, so wie ich, lasst euch Zeit bis Oktober 2025, dann schaut auf den Markt, weil dann müssen wir sowieso schon wieder schauen, ob man am neuesten Stand ist, ob euer PC nicht eine Erfrischung braucht, ja, eine neue Grafikkarte, eine neue RAM, ja, weil mit, dann wird man wahrscheinlich eh schon in Dimensionen von 128 GB sein, ja, weil mittlerweile sind ja 32 GB auch schon Illusion, ja, dass man 64 braucht und so weiter und so fort, ja, aber dass man da umeinander spielen muss in einem BIOS, das kommt für mich nicht in Frage. Ja, da versteht man mehr, als was das Ganze glaubwürdig ist. Für diejenigen sage ich nur, wartet das Supportende bis in Oktober 2025 ab, wartet bis am Markt die richtigen PCs mit Windows 11 schon vorkonfiguriert ist, dass schon oben ist, ja, da spart sich den ganzen Stress, ja, und dann habt ihr es leiwand. Weil jetzt stundenlang umeinander spielen, das tut sich nicht, ja, ist halt meine Meinung. Das ist jetzt meine Meinung, meine große Meinung über die ganze Scheiße von Windows 11 von Microsoft.